Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute mache ich mit euch Pasta, also Penne in diesem Fall, mit Thunfischsoße. Eigentlich ist das eine schöne, schnelle, einfache Geschichte immer, solche Nudelsachen. Entweder habt ihr ein paar Nudeln nach oder ihr kocht euch jetzt welche ab, so wie ich. Hier habe ich Nudelwasser, reichlich Nudelwasser, das ist ungefähr so 500 Gramm Nudeln. Habe ich jetzt nicht genau abgewogen. Und dann ein bisschen Salz, dass es leicht übergewürzt ist. Ne? Probiert das einfach mal. Also das heißt, wenn ihr das schön durchrührt, dann sollte das so nicht versalzen sein, aber ein klein bisschen mehr Salz. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Zutaten. Nudeln nehmt ihr, die ihr haben möchtet. Ich habe hier die Penne. Ne? Dann habe ich hier Thunfisch. Dann habe ich hier Sardellen, Oliven. Eine Dose der Pizzatomaten, Pfeffer, Paprika, Oregano, Salz, Pfeffer, vielleicht eine Prise Zucker, immer sowieso nach eurem Geschmack. Dann haben wir hier ein paar Zwiebeln, Knoblauch, Pecorino und natürlich eine Chili. Ne? Wer keine Chili macht, lässt das natürlich weg, ist auch klar. Ne? Jetzt machen wir zuerst mal die Zwiebeln. Also das Wasser, da muss noch ein bisschen kochen. Den Pecorino packe ich mir hier auch beiseite erstmal, den reibe ich mir später ab. Die Zwiebeln, müsst ihr wissen, ich habe hier so kleine Streifen, ne? Also bei der Größe hier. Einfach nur so runterschneiden. Ich weiß, die Hand ist verdeckt, aber das ist nun mal mein Filmplatz. Ne? Von vorne wäre besser. Das reicht. Und den Knoblauch auch. Ne? Ihr könnt euch das auch ganz fein schneiden, wie ihr möchtet oder so. Ne? Das braten wir nachher natürlich allen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Nudeln. So, das heißt, das gleiche mit der Chili mache ich mir hier auch. Ich nehme eine ganze Chili. Das ist jetzt eine milde. Aber trotzdem, ne, schneide ich mir die so ein bisschen klein. Einfach so runter. Ich habe die vorher halbiert und dann schneide ich die klein und dann hacke ich die gleich noch so ein bisschen klein mit dem Knoblauch zusammen. So, das geht gleich los. Und die Oliven halbiere ich mir. Ne, geht gar nicht. Ist mit Kern drin. Könnte man sie rausmachen und den Kern rausholen, aber das lasse ich dann im Ganzen. Sardellen, wenn ich mache, lässt das weg, aber das gibt es noch einen schönen würzigen Geschmack. Und den merkt man nachher auch nicht. Oder die merkt man nachher auch nicht. Das ist dann nur so ein bisschen eine salzige der Würze. Ja, und das war's denn eigentlich. Mehr brauchen wir nicht. Wir warten jetzt darauf, bis das Wasser kocht und dann kochen wir uns die Nudeln ab. Dann zupfe ich mir noch so ein bisschen Basilikum. Packe ich mir erstmal beiseite. Die Stiele könnte man ganz klein mithacken. Und den Parmesan werde ich mir auch schon mal machen. Den reibe ich mir einfach hier runter. Ihr könnt auch eine andere Reibe nehmen. Ich nehme jetzt die. Das mache ich dann mir fertig. Und dann habe ich eigentlich alles vorbereitet und dann brauchen wir nur noch kochen. So, die Chili und den Knoblauch, den hacke ich mir hier noch so ein bisschen klein. Mache ich nachher nebenbei drauf, nur damit ihr das einmal seht. So, so das Wasser fängt an zu kochen. Da mache ich mir jetzt Salz dort drin, hattet ihr gesehen. Jetzt kommen erstmal die Nudeln rein. Erstmal gleich wieder zu den Deckel, damit es schnell kocht und dann werden wir gleich umrühren. Ach ja, Olivenöl brauchen wir auch noch. Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht aufgezählt. Die Größe müsst ihr für euch selber entscheiden. So, einmal rühren. Und ich weiß gar nicht, 11 Minuten brauchen die, glaube ich. Muss ich eben selber nochmal auf der Packung gucken. Welche Nudeln ihr nehmt, bleibt euch natürlich ganz alleine überlassen. 11 Minuten brauchen die. Ich fahre mit denen ganz gut, keine Werbung, aber ich mache die. Ist eine schöne Nudel. So, das kocht jetzt, also lassen wir das jetzt 11 Minuten kochen. So, die Nudeln sind fertig. Ich nehme jetzt so einen Becher Wasser raus, den brauchen wir dann nachher noch ein bisschen und dann kippe ich die Nudeln ab. Aber ich spüle sie noch nicht kalt ab. So, Pfanne rauf, schön Schuss Olivenöl rein, die Sardellenfilet rein und die Zwiebeln rein. So, das braten wir jetzt alles so ein bisschen an hier, die Zwiebeln. Die Sardellen, die lösen sich auf. Dann müsst ihr natürlich dann auch ein bisschen aufpassen mit Salz. Ne? Und jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis die Zwiebeln glasig sind. So, jetzt mache ich mir schon mal so ein bisschen Thunfisch mit rein, dass wir den auch so ein bisschen mit anschwitzen. Einen lasse ich nachher so ein bisschen, dass ich den oben raufpacken kann, damit man nachher noch was sieht, was es so ist. Das war Thunfisch jetzt im eigenen Saft. Ihr könnt auch in Öl nehmen, was ihr gerade habt. Die Oliven können mit rein. Besser wäre, wenn man die klein macht, aber den Stein will ich jetzt nicht entkehren. Ach ja, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn, ich freue mich sehr darüber. Klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Einfach erstmal oben drauf. So, die Nudeln habe ich ganz leicht mit kaltem Wasser, aber die sind jetzt noch warm. So, und das Ganze jetzt rühren oder schwenken. Wenn ich schwenken kann, ich habe noch einen alten Film oben, wie man schwenken übt, jeden Tag 5 Minuten und ihr könnt das auch. So, jetzt würzen wir das Ganze mit dem Pfeffer. Wie gesagt, müsst ihr nach eurem Geschmack machen. Ein bisschen Paprika und so ein bisschen Oregano.
Also von jedem so ein Teelöffel. Das reicht. Pfeffer nach eurem Geschmack. Wer will, könnte jetzt auch noch mit einem Schuss Rotwein ablöschen. Wäre auch noch eine Variante. So, Salz mache ich erst später dann, weil ich muss das erstmal abschmecken. Und dann ist noch eine Möglichkeit, wenn ihr möchtet, vielleicht mache ich das auch noch. Ich wollte mal sehen, vielleicht will ich das ein bisschen cremiger haben und mache noch Sahne zu. Jetzt nehmen wir erstmal die Dose Pizzatomaten. Die spülen wir jetzt ein bisschen aus mit dem Nudelwasser. Und da habt ihr Geschmack drin, von den Nudeln, Salz, alles drin. So, jetzt probieren wir das Ganze. Das ist für mich jetzt noch neuer Löffel, aber da probiere ich gleich zwei, dreimal mit. Da kann auch alles rein. So, ihr könnt jetzt die Nudeln reinwerfen und so essen. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, ich mache mir noch ein bisschen Sahne ran. Schmeckt ja noch viel geiler. Ja, das war wohl nichts. Ich habe keine Sahne da. Also esse ich das ohne Sahne. Jetzt mache ich mir die Nudeln rein. Nicht alle. Mir fehlt noch ein bisschen Säure. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Tomatenmark rein. Ja, einen halben Esslöffel so. Jetzt habe ich ja noch Nudelwasser hier. So, Tomatenmark hätte ich jetzt nicht rangemacht, wenn ich Sahne hätte. Aber das ist so das Schöne beim Kochen. Da kann man so ein bisschen flexibel sein. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. So, jetzt füllen wir das noch oben, dann ist das fertig. Wie gesagt, ich hätte noch gern Sahne reingemacht, aber das ist sowieso generell, Italiener würde jetzt keine Sahne ranmachen, aber ich finde das geil, weil es dann schön cremig ist. Aber was wir natürlich vergessen haben, ist natürlich noch ein bisschen Parmesan und welcher kommt noch oben rauf. Ganz, ganz wichtig. Jetzt hole ich mir meine Schale und dann füllen wir das oben. Ja, Freunde, das sind jetzt das meine Nudeln. Mit Thunfisch. Ja, ich kann euch wie immer nur sagen, lohnt sich nachzumachen. Viel Spaß dabei. Wünsche euch wie immer euer Ariel und tschüss. So Freunde, zum Schluss möchte ich noch mal ein wenig über meine Playlisten erzählen. Wer das kennt, hört natürlich hier auf und wer es nicht kennt und Lust hat, schaut sich das noch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe über 60 Playlisten und das ist alles besser strukturiert. Da könnt ihr euch das alles noch mal in Ruhe anschauen und müsst nicht 600 Filme durchklicken, wenn ihr dazu Lust habt. Und ich möchte sagen, eine Playlist, da findet ihr die türkische Küche, die japanische Gerichte, die günstig sind, also gerade in der heutigen Zeit und so. Klassiker der deutschen Küche, Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, viel über Soßen, ganz, ganz wichtig, ne? Reste essen, was ganz interessant jetzt wieder zum Frühling hin. Die ganzen Dips, die man sonst so holt bei den Griechen, wie Baba Ganache, wie, was habe ich da, Granatapfeldip, Hummus, dann Walnussdip und so weiter. Also ganz, ganz viele Geschichten, bisschen über so Thermomix, Eis. Dann habe ich die orientalische Küche, Kassler Gerichte. Also, und dann meine 25 Top, die ich so am liebsten mache, Pizza- und Eiergerichte. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und da findet ihr alles, wo ihr drauf denn da Lust habt. Und dann braucht ihr nicht alles wirklich durchzugucken. Und ihr, oder ihr sagt sonst einfach Ariels Hausmannskost und dann das, was ihr euch gerne so wünscht. Oder jetzt ist das vorbei, so die Weihnachtszeit. Ne? Dann Kartoffelgerichte wie Bauernfrühstück, Hackgerichte. Also wie gesagt, ihr hört schon, ich kann jetzt nicht alle so aufzählen. Italienische Desserts und Dressing. Also ganz, ganz wichtig. Ne? Also so ich das. Oder Weihnachtszeit in Ente und so. Also wie gesagt, es lohnt sich, da rein zu scrollen. Es geht alles wesentlich einfacher. Und ich kann euch dann wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer euer Ariel und tschüss.